Schön wäre es gewesen. Wir haben schon gedacht, wir hätten Aktionismus Merkel abgewählt. Jetzt kommt gleich der nächste Streich. Neuestes Projekt? Aufgrund einer Strafandrohung durch die EU-Kommission, weil die Feinstaubwerte in deutschen Großstädten so hoch sind, kommt die Merkel-Regierung auf folgende Idee. Lasst uns doch einfach mal den ÖPNV kostenlos machen. Nicht nachdenken, nicht über Kosten, nicht über Effekte. Lasst uns das einfach kostenlos machen. In der Folge würden mehr Leute Bus und Bahn fahren und die Feinstaubwerte sinken. So ein ausgemachter, vollkommener Blödsinn. Natürlich haben Autos einen gewissen Anteil am Feinstaub, aber das sind nicht die einzigen. Kreuzfahrtschiffe, Züge, die mit Diesel fahren, Busse, LKWs, alles mögliche, aber eben auch Kohlekraftwerke. Und dann hat Merkel gesagt, wir steigen plötzlich aus der Atomenergie aus. Ja, natürlich sind jetzt die Feinstaubwerte höher, wenn ich mit Kohle den Strom produziere, statt mit Atomstrom. Ist vollkommen klar, ist Blödsinn von der Merkel-Regierung gewesen, wird nicht ansatzweise bezweifelt. Jetzt kommt also dieser schwachsinnige Vorschlag, plötzlich überall den ÖPNV kostenfrei zu machen und nicht überall, sondern nur in gewissen betroffenen Städten, ohne nachzudenken, was das überhaupt bedeuten soll. Was würde es bedeuten? Es würde für Hamburg bedeuten, dass der öffentliche Personennahverkehr jedes Jahr so viel kosten würde wie die Elbphilharmonie. Logischerweise, es gibt die Ticketeinnahmen nicht mehr und es würde deutlich mehr Personen geben, die den ÖPNV nutzen wollen. Das bedeutet, man bräuchte mehr Busse, man bräuchte mehr Bahnen, mehr Trams, mehr S-Bahnen und so weiter und so fort. Diese Züge müssen aber erstmal gebaut werden, die müssen beauftragt werden, die Schienen müssen ausgebaut werden, die Weichen müssen gebaut werden, keine Ahnung, die Bahnhöfe müssen erweitert werden. Es muss ja auf die steigende Personenzahl eingerichtet werden. Aber all das ist nicht bedacht in dieser Reaktion auf diese potenzielle Strafe, diese Durchdachte, diesen blöden Aktionismus der Merkel-Regierung. Und deswegen muss man einfach sagen, kostenloser ÖPNV, charmante Idee. Ich habe mir das auch schon mal überlegt, fände ich eigentlich ganz gut. Ich fände es wünschenswert, wenn überall in ganz Deutschland Regionalbahnen, Regionalexpresse, Busse, Bahnen, Trambahnen umsonst wären. Aber das würde auch bedeuten, dass sich jedes Dorf wirklich sehr, sehr gut mit Bussen, Bahnen anbinden müsste. Das bedeutet, ich bräuchte eine viertelstündige Taktung faktisch an jedem Ort, in jeder Linie. Das würde bedeuten, ich bräuchte tausende Busse mehr. Ich bräuchte hunderte Bahnen mehr. Ich bräuchte Fahrer ohne Ende. Ich bräuchte Finanzmittel wahrscheinlich in Billionenhöhe, um dieses Projekt zu realisieren. Und dazu sage ich, das kann man machen. Aber das kann man eben nicht von heute auf morgen, sondern das braucht eine breite gesellschaftliche Diskussion. Wollen wir einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr überall oder nicht? Denn eine Sache geht nicht. An gewissen Orten den ÖPNV freizumachen und die, die draußen wohnen, auf dem Land, dann wieder zahlen zu lassen. Dann haben wir nämlich den Effekt, den es schon in Tallinn gab, in Estland, dort wurde das gemacht. Dort hat man in Tallinn entsprechend nur den ÖPNV in der Stadt kostenfrei gemacht. Und was passierte? Die von außen zogen immer noch mehr in die Stadt, zahlen dort unglaublich viele Steuern, zahlen hohe Mieten. Und das kann nicht unsere Lösung für Deutschland sein. Insofern, in Bezug auf den ÖPNV müssen wir uns gute Gedanken machen, müssen genau überlegen, wie wir diese Netze weiter ausbauen wollen, wie wir den ÖPNV in Zukunft gestalten wollen. Aber eine einfache Reaktion, eine Strafe potenziell zu vermeiden durch die EU-Kommission und dann solche Schnellschüsse zu machen, das ist mal wieder typisch Merkel, das ist mal wieder typisch schwachsinnig und deswegen gehört sie auch aus dem Amt entfernt. Danke.